Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ja, auch wenn wir die letzten beiden Spiele verloren haben, bin ich, wie ich schon gesagt hatte, sehr zufrieden eigentlich mit der Weekend League. Es müsste jetzt schon sehr merkwürdig laufen, damit sie nicht gefühlt die beste wird. Also, ich habe einfach sehr konzentriert gespielt. Zu 90%, sage ich mal. Es ist halt nicht immer möglich, denke ich, zu 100% das zu machen, weil man einfach viel, viel Konzentration einbüßt, also beziehungsweise wenn man halt Konzentration als Ressource ansieht, dann ist die ja irgendwann verbraucht, diese Ressource. Und wenn man halt logischerweise versucht, das absolute Maximum an Konzentration zu halten, dann verbraucht sich die Ressource relativ schnell und dann kann schon mal passieren, dass man irgendwann es nicht mehr ganz hinbekommt. Dann hängt es davon ab, wie gut läuft das Spiel, wie schlecht läuft das Spiel und so weiter und so fort. Also da muss man immer schauen. Und ja, ich bin da trotzdem zufrieden, hatte ein bisschen Pech im letzten beiden Spielen, aber vielleicht habe ich ja in den letzten Spielen jetzt dann das Glück wieder auf meiner Seite. Vielleicht kommen jetzt auch wieder schwächere Gegner. Ärgerlich war eben, dass der leichte Gegner dann irgendwann abgebrochen hat oder der Abbruch kam beim leichten Gegner, als es 0-0 steht. Es aber ziemlich wahrscheinlich war, dass ich das Spiel gewinne und dann halt dafür dann einen schwierigeren Gegner bekomme. Aber egal. Jetzt Konzentration hochhalten, zu den eigenen Fehlern stehen. Auch wenn man ein Tor frisst, dieses Tor entsprechend analysieren, Konzentration weiter hochhalten, sich vom Tor, auch wenn es ein Lackertor ist, nicht beeinflussen lassen, normal weiterspielen. Und dann haben wir zumindest große Chancen, ein Spiel zu gewinnen. Gold sind wir ja schon. Vielleicht kriegen wir jetzt noch Gold 2 oder Gold 1 hin. Mal schauen. Gold 1 wäre schon ganz cool in dieser Weekend League. Und da haben wir wieder ein absolutes Überteam. Was hat denn der bitte für ein Glück gehabt bei seinen Foot Champions? Da kann er ja ziemlich viel verwenden. 4 Stück. Dadurch dann natürlich auch Kohle für den 87er linken Stürmer, der wahrscheinlich auch schnell ist. Egal, einfach konzentrieren. Wir haben auch im letzten Spiel ein sehr starkes Team gehabt und haben da trotzdem die ganze Zeit mitgehalten und gute die Chancen uns rausgespielt. Von daher, das heißt überhaupt gar nichts. Einfach konzentriert spielen. Augen aufhalten. Und dann kriegen wir das schon hin. Sehr schön. Muss ich auch Strafe aufziehen, da ist er trotzdem so oder so vorbeigegangen. Das war die erste gute Chance auf jeden Fall. Hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass Reus mal in den Lauf geht. Ich hatte ihn geschickt, aber er hat es nicht gemacht. War meiner Meinung nach abgefälschter der Schuss. Sehr schön, wie sich der Dembele durchsetzt. An David Luiz vorbei. Das ist natürlich schade, aber schön rausgespielt. Schwacher Pass von Müller. Ja, geil, wenn mal ein Schuss nicht geblockt werden würde. Und was ist denn hier hinten los? Dadurch, dass wir jetzt einfach an dem Gegner dran geblieben sind, hat er dann einen schwachen Abschluss gewählt. Er war halt nicht durch. Er hat gehofft, dass er einfach durchrennen kann. Aber ich denke, wenn wir da das Bein rausstellen, ist er halt dann super oft durch. Deswegen lieber ruhig dranbleiben und hoffen, dass er dann einen Fehler macht. Hat er dann auch. Schade.
Schwach. Also von mir jetzt. Der Pass war einfach dumm. Oh, ich dachte, Modest schafft den Kopfball. Gut gemacht von Piszczek. Schade, dass der Schuss schon wieder geblockt wurde. Komplett nervig. Moment mal, mir ist gerade hier. Na, Moment. Ich muss mal meinen rechten Bildschirm ausschalten. Mich nervt irgendwie, wenn es da entsprechend hell leuchtet. Ah. Das ist sehr robust eingestiegen. Steh auf. Zum Glück macht er dann sowas. Warum er da dann mit einer Flanke versucht rauszukommen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Gelb. Konzentriert bleiben, ruhig bleiben, so weiter spielen wie bisher. Sehr gut. Offene Sohle, da gibt es eigentlich auch Rot, aber wie gesagt, in FIFA 17 Regelbuch ist das dann gelb, das habe ich auch nicht anders erwartet. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist das nächste Foul. Oh, der Pass soll aber eigentlich noch plattenhart gehen. Tunnelt. Das war ein richtig, richtig dummer und sinnloser Ballverlust. Muss mal aufpassen, dass ich meine Dominanz hier nicht sinnlos verspiele. Egal, wir sind der bessere Spieler. Der Gegner hat, wie gesagt, noch keinen wirklichen Abschluss gehabt. Unsere Schüsse wurden wieder mal alle geblockt. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass der Gegner eher defensiv spielt und dadurch viele Spieler hinten stehen. Und dass ich ein bisschen Pech habe und dass meine Schüsse nicht am Gegner vorbeigehen. Aber das ist erstmal egal. Hauptsache, wir haben es geschafft zu schießen. Hatten auch ziemlich gute Situationen mit dabei. Und wenn da mal ein Schuss ungeblockt ist, dann geht er auch rein. Wo war denn Fährmann? Wo war denn Fährmann unterwegs? Das habe ich gar nicht gesehen. Was war das denn? Ich habe gar nicht auf Fährmann geachtet, weil, hä?
Alter, wo war denn Fährmann gerade? Eieiei, das wäre wieder ein geiles Tor gewesen. So, jetzt Modest, das echt lange kein Kopfballtor mehr gemacht und Müller muss nur seinen verdammten Fuß reinhalten, dann ist das Ding halt drin. Das ist halt ärgerlich, dass da die CPU dann nicht sagt, ja, da mache ich das mal automatisch, dass ich den Fuß ausstrecke. Aber egal, einfach konzentriert weiterspielen. Wir sind der beste Spieler. Wir brauchen nur das verdammte Tor. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zug nach vorn drin. Das ist doch schon mal schön. Blatter macht so einen ganz komischen Schlenker und dafür dann leider dazu. Nice Luck. Einfach ruhig bleiben, einfach ruhig bleiben. Sehr schön von Bentaleb. Na endlich! Oh! Meine Fresse, es wurde aber auch Zeit. Natürlich muss es wieder Müller sein, wer sonst? Ah, Modest hat auch gut gemacht. Oh, es wurde aber auch Zeit, ey, was für eine Befreiung. Ist so verdient. Jetzt konzentriert weiterspielen, den Gegner wieder keine weiteren Chancen auf Tore geben. Und dann wechseln wir auch mal. Oh, Dembele haben wir, mit dem haben wir anscheinend relativ wenig gemacht, aber ich hoffe, dass es sowieso nicht in die Verlängerung geht, deswegen werde ich den mal direkt auswechseln. Reus ist relativ durch, aber man sieht es wieder, drei Mann, vier, fünf Mann, also relativ viele hinten und es wird relativ schwer werden, da einen gefährlichen Pass in die Mitte zu bekommen und einen Tor zu erzielen. Aber ich probiere es. Komm schon. Ja, das hätte ich anders lösen müssen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich schon schießen müssen. Sehr gut von Sokratis. Sehr schön. Jetzt hatten wir auch mal das Glück, dass der Abpraller dann direkt zum Torhüter geht, aber ich finde, ich habe es sehr schlecht ausgespielt mit Modest da, also weil Modest hatte den Ball und dann habe ich es einfach nicht gut ausgespielt. Das hat mir nicht gefallen, zugegebenermaßen. Dieser David Luiz, ey, das ist auch so ein krasser Außenverteidiger. Ja, jetzt hat er keinen Bock mehr, oder was? Och, Mann, Hals, Maul! Wäre so eine geile Chance für Modest geworden. Ja, rot, toll, aber oh, lass da den Vorteil mal an. Ich habe es einmal gesehen, ich weiß nicht mehr in welchem FIFA. Ich glaube in FIFA, es könnte sogar FIFA 16 gewesen sein. Eventuell FIFA 15, also in FIFA 15 oder in FIFA 16 habe ich es gesehen, dass sie mal haben einen Vorteil laufen lassen und dann die rote Karte ausgepackt. Das ist halt so ärgerlich, weil es wäre halt einfach so ein easy Tor gewesen. Es muss nicht automatisch eins sein, aber es wäre halt eine riesen Chance gewesen. Eine größere als das jetzt, noch nicht mal ein Elfmeter, verdammt.
Oh, ich wollte sagen, ja, Vidal macht's, aber er macht's nicht. Es war natürlich super knapp. Die muss er natürlich machen, meiner Meinung nach, aber egal. Jetzt hat der Gegner einen Spieler weniger. Ach so, klar. War bei mir jetzt richtig schlecht ausgespielt, brauchen wir nicht drüber reden. Sehr geil von Ribéry. Danke. Danke. Keine Ahnung, was das gerade war. Egal, wir haben trotzdem verdient gewonnen, auch wenn wir die allerletzten Minuten sehr merkwürdig waren. Jetzt nicht wirklich gefährlich eigentlich. Der Gegner hat es auch dann total dumm ausgespielt, aber. Ja, ich hatte doch gar nicht auf Start gedrückt. Aber merkwürdig. Sie waren merkwürdig ausgespielt. Aber egal, wir haben gewonnen. Wir haben absolut verdient gewonnen. Modest macht zwar leider wieder kein Tor. Aber er hat sich wieder gut angefühlt, wieder gut gezeigt. Und er hatte ja im Endeffekt. Oh, Teufel. 6-6-6. Er hatte ja im Endeffekt auch wieder Pech, dass dann über die rote Karte kommt. Da hatte er halt super. Eine super gute Situation, um das Tor zu schießen. Von daher, wie gesagt, ich wäre, also er scheint auch nicht das absolut Grüne vom Ei zu sein. Er wird keine Quote hinbekommen von einem Scorerpunkt pro Spiel, aber ich bin mit ihm eigentlich von allen, von denen ich jetzt bin, am zufriedensten, weil die Gegner ablocken und abhalten, das scheint meinem Spiel gut zu tun. So, Boateng werde ich wahrscheinlich nicht in nächster Zeit kaufen. Mir ist gerade der Sturm wichtiger. Da werde ich eher nochmal Lewandowski spielen. Und wenn Lewandowski dann auch wieder nicht funktioniert, scheiß drauf, dann hole ich mir einfach Aubameyang wieder und gebe dem halt auch den Champions League Style Maestro, damit er einen besseren Pass hat. Und dann sollte das auch mit den Vorlagen klappen. Modest hat bisher ja auch keine Vorlage gemacht, aber egal. Stürmer ist ja auch eigentlich zum Tore schießen da. Aber wie gesagt, er ist trotzdem sehr präsent, also sehr präsent auf dem Spielfeld in der Offensive, blockt die Gegner ab, hält mal den Ball, leitet Tore ein. Also der Pass vor der Vorlage. Oh, wieder ein starkes Team, aber vor allem halt ein sehr schnelles Team. Auch im Sturm wieder mit Foot Champions, Dembele und. Warum war denn das ein. Hä, wieso war denn der Foot Champions ein 85er? Ach so, es ist ja auch ein 85er. Hä? Hat er ein Upgrade gekriegt und ich hab's nicht gemerkt? Anscheinend. Fuck, Winter-Upgrade. 85er, wie geil ist das denn? Dann ist er ja jetzt noch crazier drauf. Wie kann ich mir. Ach so. Übersicht, Antritt, Beweglichkeit, Balance, Sprungkraft, Reaktion, Sprintgeschwindigkeit 97, Ausdauer, Steige, Ballkontrolle, Flanken, Fee, Dribbling. Ach du Gott, da ist er ja jetzt noch geiler geworden. Eieiei. Ist vom 84er zum 85er geworden. Das habe ich gar nicht gemerkt. Erst jetzt, als ich sehe, dass der Gegner auch einen 85er hat. Nice. Dann ist die Frage natürlich komplett obsolet, ob Müller oder ob. Also Second in von Müller oder ob halt Dembele. Warte. Ist natürlich krass, dass er da die Foot Champions Karte bekommen hat. Damit kann er sich ziemliches Geld sparen. Bedeutet natürlich auch, dass Dembele jetzt wahrscheinlich einiges wert ist.
Auch so ein Spieler, der einfach nach hinten rennt. Sehr geil, ich finde es aber lustig. Ach, Lacker Tor. Ich ärgere mich aber gerade ein bisschen drüber, dass Modest nicht direkt den Kopfball macht. Wobei ich hier jetzt zugeben muss, ich habe vielleicht einen Tick zu spät auf Schießen gedrückt. Ich habe vielleicht einen Tick zu spät auf Schießen gedrückt, aber... ja, ich habe eigentlich gehofft, dass er direkt den Kopfballtreffer jetzt macht. Das war eine gute Position für ein Kopfballtor. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass ich einen Tick zu spät auf Schießen drücke und er deswegen mit der Brust den erst annimmt. Und dann machen wir trotzdem das Lackertor, das ist erstmal ganz schön. Haben wir uns auch mal wieder verdient, würde ich sagen. Ein ganz, ganz klassisches Lackertor. Und da hat der Gegner, denke ich, einen Fehler über außen gemacht, lässt mich da zu frei durchlaufen. Oh. Krass, schön, also richtig schlecht gespielt von Piszczek. Keine Ahnung, was das war, aber es darf nicht passieren. Wie gesagt, der Pass mit Reus, der darf nicht passieren. Von daher kann ich froh sein, dass es hier keinen 1-1 Ausgleichstreffer gibt. Ruhig ein bisschen hin und her rennen lassen. Das ist jemand, der gerne Anspielstation abdeckt. Da muss ich echt gut verteidigen, weil es wird super schwer, hier ein zweites Tor zu machen gegen den. Wieder kommt... Boah. Nicht aufregen über sowas, aber es war natürlich wieder nicht mal ansatzweise so geplant. Und das sind halt so grobe Schnitzer, das sind so unglaublich grobe Schnitzer. Das war leider ein schwacher Pass von Dembele. Oder halt schlechtes Stellungsspiel von Aubameyang, eins von beiden. Scheiße. Boah, zum Glück. Es ist leider verdient, es ist leider verdient. Den muss ich versuchen, Sanchez besser zu verteidigen, aber man macht es halt echt nicht schlecht, ne? Weiß ich nicht, wo der Ball schon wieder hingeht. Das soll nicht dahin. Aber egal, wir bleiben ganz ruhig. Es steht 1-1. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Jetzt machen wir das 2-1 mit Modest. Oh, oh, was? Wieder war nicht im Tor. Das ist ja richtig geil. Macht nichts, selbst wenn wir ihn nicht erwischt haben, das hat Zeit gekostet.
Sehr gut. Kann man einfach um den herumspielen, egal. Ich komme einfach nicht rein. Fuck, Mann. Und ich habe natürlich das Pech und er spielt. Aber ich darf mich nicht aufregen. Beim Gegner kommt der Strafepass auf den Bele. Bei mir wird er wieder komplett verkackt und da spielt ihn auf Vidal statt auf denjenigen, der im Mittelfeld steht. Der im Strafraum steht. Ist egal, macht nichts. Es steht 1-1. Wir haben hier gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Okay. Müssen bloß das. Oh, Freunde. Müssen bloß das zweite Tor machen. Sehr geil. So, einfach ruhig bleiben. Selbst wenn der Gegner jetzt noch ein Tor schießt, wir müssen ruhig bleiben. Dann können wir nämlich auch noch einen Rückstand aufholen. Schade. Gut gemacht von Hummels. Kommt natürlich wieder nicht zum Schuss. Oh, das war doch kein schlechter Schuss. Fuck. Ein Fährmann ficht ihn einfach. Ja, Reus und Dembélé waren ein intensives Spiel bisher. Von daher. Wechseln wir mal. Für den dritten Wechsel hebe ich mir aber auf, weil hier könnte es eine Verlängerung geben. Sehr intensives Spiel. Ich denke, das Unentschieden ist bisher auch spielerisch auf jeden Fall
gerechtfertigt. Nehmen wir die Ecke mit. Kriegen wir auch direkt den Wechsel. Und dann könnte ja Modest endlich mal ein Tor nach einer Ecke machen. Schön wieder. Ribéry, der besser positionierte, nicht hingeht. Danke. War einfach niemand wirklich geil zum Anspielen. Der war ultra schwach, der Abschluss. Vielleicht auch überhastet, da würde ich wahrscheinlich sogar eher einen normalen Abschluss wählen aus dem Vollsprint statt einen. Ist okay. Ach du Gott, sowas geht mir auf den Sack, wenn dann so eine Flanke einfach so unglaublich kurz kommt. Wo läuft denn Ribéry hin? In die Mitte oder was? Eigentlich schöner Pass. Tick zu weit. Oh, wieder Stellungsfehler von meinen Verteidigern. Haben wir Glück, dass es nicht 2-1 steht. War auch gut ausgespielt vom Gegner. Scheiße! Danke, dass du abpfeifst. Oh, das ist so anstrengend, das Spiel. Der Gegner verteidigt echt gut. Er ist aber meiner Meinung nach auch wieder mal einer von diesen verdammten Ultra-Defensiv-Spielern, die einfach nur auf ihre scheiß Pace-Konter gehen. Aber egal. Zurzeit können wir noch gut mithalten. Ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht das in der Nachspielzeit hinbekommen. So, ich denke, jetzt ist wieder Zeit für Latzer. Ich würde schon gerne jetzt noch ein Tor aus dem Spiel heraus machen, aber will nicht ultra defensiv, aber auch nicht ultra offensiv wechseln. Also ein Latzer. Das ist auch wieder so ein Spieler, da wird wieder die total trickreichen, geilen Elfmeterschießen. Deswegen, ich will unbedingt vorher noch das Tor schießen und vorher gewinnen. Ich meine, das will man immer, aber es ist halt einfach kein Gegner, wo man ein Gefühl hat, okay, da schießt die Elfmeter scheiße. Das Gefühl habe ich immer nur bei schlechten Spielern und der spielt halt nicht schlecht. Gerade bei diesen Tricksern, das sind halt auch die, die wieder irgendwelche tricky Elfmeter machen, meiner Meinung nach. Boah, das muss der Abseits sein.
komm, komm, komm. Oh. Sehr gut. Also ich verteidige ihn, denke ich, auch nicht schlecht. Also ich glaube, er kommt nicht gut gegen mich durch, aber das reicht halt einfach nicht. Ich muss auch noch. Ich traue mich aber auch gegen ihn überhaupt nicht, hier irgendwie andere Formationen reinzulegen oder so. War ja richtig schlecht. Ja, da sollte der Ball hin. Was passiert? Er wird wieder geblockt, der Schuss. Das ist so krass. In was für einer Häufigkeit zurzeit die Schüsse geblockt werden. Von allen aber. Nicht nur von Modest, aber vor allem eben von Modest. Oh, danke, dass es hier kein blödes Eigentor gibt. Oh, auf wen macht er denn den Pass? Was ist denn das? Habt ihr das gesehen? Da stehen zwei in der Mitte. Ach du Scheiße. Die gehen mir so auf den Sack, die Pässe. Oh, was hat. Ey, die müssen das gepatcht haben. Das kann nicht anders sein. Ich meine, klar, auch am Anfang kam nicht jeder Pass. Aber jetzt kommen ja gar keine Pässe mehr aus der Mitte heraus. Und wenn man sich überlegt, ich muss ja logischerweise ein Tick besser geworden sein. Ich habe viel, viel bessere Spieler. Die haben einen viel besseren Passwert. Und die Pässe kommen einfach alle so verschissen schlecht. Das gibt's gar nicht. Ei, das geht mir so auf den Sack. Das geht mir so. Oh, reg dich nicht auf. Komm wieder runter, komm wieder runter, komm wieder runter. Ist noch nichts passiert. Du kannst nichts dafür, wenn die Pässe alle so beschissen kommen. Komm schon. Puh. Alles wird gut, alles wird gut. Du kannst nichts dafür. Komm schon, du kannst nichts dafür. Oh, von hinten rausgegrätscht. Fuck, Mann. So lucky, dass er da den Fuß an den Ball bekommt und es dadurch. Oh, das macht er echt gut. So, dass er nie ein Abseits spielt. Jetzt gibt es ein Tor. Nein, nicht gut. Nicht aufregen. Scheißegal, was da war. Ja, da werde ich festgehalten. Ach du Scheiße. Beschissener! Oh, so ein beschissener Lacker, ey. So ein beschissener Lacker. Warum? Weil ich auf außen mit dem Fuß wieder mal an den Ball rankomme und dadurch perfekt ihn das Ding vorlege auf Aubameyang. So ein scheiß Lacker, ey. Ach, fuck, Mann. Jetzt wieder so ein Spiel. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, den Ausgleich zu schießen. Dafür habe ich einfach so gut wie keine Zeit mehr. Und es wird darauf hinauflaufen, dass es ein absolut gleichmäßiges Spiel war, was die Chancen angeht. Und das ist dann wieder so eine Kleinigkeit. Ich mache in der Halbzeit halt den Pass, der dann sonst wohin geht. Zu der Gegner macht einfach einen Lucky Pass, der von mir so abgefälscht wird, dass er perfekt Aubameyang vorgelegt wird. Und dadurch kriegt er dann diese easy Chance auf das Tor. Es ist so zum Kotzen. Das ist jetzt schon das dritte Spiel, bei dem das passiert. Das dritte Spiel, muss man sich mal überlegen. 3 Spiele von 25. Fuck you.
Und im Gegensatz dazu habe ich maximal zwei gehabt, wo ich gewonnen habe statt unentschieden. Meiner Meinung nach. Wahrscheinlich muss ich einfach auf Eckball gehen. Ich werde eh keinen normalen Schuss mehr hinbekommen. Ja! Ich bekomme noch einen normalen Schuss hin. Was geht ab, Gangster? Ja! Mit Müller. 2-2. Jetzt sind wir natürlich moralisch stark am Vorteil. Ja! Nice! Aber das war viel Vorarbeit von Ribéry, wie er sich da durchsetzt an der Außenseite. Sehr geil. Sehr geil. Endlich mal ein Schuss, der nicht geblockt wurde. Und natürlich wieder Müller. Ich sag's euch, wir müssen Müller nicht stumm nehmen. Elfmeterschießen, ich wette mit euch, der macht gute Elfmeter. Okay, konzentrieren. Das dritte Elfmeterschießen in der Weekend League. Versuch keinen zu verschießen, verschieß keinen. Versuch zu antizipieren. Und all was dann passiert ist, kann ich mir entscheiden. Den ersten gehalten und dann einfach alle verwandelt und der Gegner hat einfach total schlecht immer die Mitte antizipiert, in die Mitte spekuliert. Ich hätte vielleicht schon eher mal wieder auf die linke Seite gehen sollen, nachdem ich gemerkt habe, okay, er schießt immer nach links und dann den letzten Schuss jetzt halt nach rechts, aber egal, einen haben wir gehalten, es hat gereicht und ja, ich weiß nicht, so richtig gut waren seine Elfmeter nicht geschossen, meine waren zum Großteil jetzt auch nicht wirklich geil geschossen, aber ich war halt einmal in der richtigen Ecke und der Gegner, der Gegner halt nicht, also es war auch nie knapp oder so. Aber ich würde halt nicht sagen, dass jetzt hier einer die besseren Elfmeter geschossen hat. Das war halt einfach Glück, würde ich behaupten. Ich hätte ein bisschen eher vielleicht mich nach links orientieren sollen und schon eher mal in die linke Ecke springen. Aber irgendwann denkt man dann, ja, jetzt macht er nicht mehr nach links, jetzt muss ich ja woanders hingehen und dann bleibt man halt einfach stehen oder geht in die andere Ecke. Und Vorlagen Ribéry, der Wechselspieler mal wieder und ich hab's gewonnen. Oh, dass wir echt noch den Ausgleich geschafft haben, so heftig. Aber das zeigt halt wieder, man muss halt bis zum Ende dranbleiben. Ich hätte es nicht erwartet, dass ich schaffe. Es war verdient, also der Sieg an sich nicht. So wie es im Endeffekt lief, war halt, wäre halt ein Unentschieden verdient gewesen in dem Spiel. Aber es war verdient, dass es ins Elfmeterschießen ging, weil ich würde sagen, die 120 Minuten gab es einfach keinen klaren besseren. Und von daher, ja. Sehr schön. Ich glaube, wir brauchen noch einen Sieg für Gold 1. Das wäre schon mal richtig geil. Würde ich mich freuen. Und dann würde ich sagen, liken, kommentieren. Abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Das Lustige ist, Modest hat wieder kein Tor gemacht. Also,
Das ist echt heftig. Das ist einfach nur heftig. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll oder sagen soll. Es ist einfach nur krass. Und ich habe mich jetzt echt nicht in jedem Spiel drauf versteift. Ich denke, das hat man auch gemerkt. Ich habe auch nicht versucht, zwangsläufig mit Modest Tore zu schießen. Klar, wir schießen insgesamt wenig Tore, aber dass es halt nie der Stürmer ist, das gab's doch gar nicht. So, wir haben jetzt also ein Spielabzug. Das heißt, wir haben jetzt 5 Spiele gemacht. In den 5 Spielen hat er ein einziges Tor gemacht. Das ist ein Scorerwert von 1 zu 5. Das ist richtig schlecht. Ich will noch mal kurz gucken, was mit Hernandez abging. Stinde. Ich glaube 12 Spiele, 5 Scorerpunkte. Also Stindel ein Tick besser als Modest. 8 Spiele. Und hier müssen wir wahrscheinlich auch was abziehen. 3 Scorerpunkte. Dann ist es ja fast noch mal interessant, Hernandez zu spielen. Ich überlege gerade, will ich einen anderen Champions League Style geben? Aber eigentlich passt das so, dass er körperlich noch ein bisschen robuster wird, Finisher. Sein Pass ist schon absolut ausreichend für den Stürmer. Oh, ey, ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt doch nochmal Hernandez reinnehme. Einfach weil er von den reinen Scorerwerten her dann besser ist als Modest, weil ich glaube, wir müssen mindestens eins, wenn nicht sogar 2 Spiele abziehen. Und dann ist er jetzt, und den haben wir halt eigentlich auch nur in der Weekend League gespielt, wo die Spiele halt einen Tick schwerer sind, wie es aussieht. Okay, ich probiere nochmal Hernandez. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich probiere ihn nochmal. Ja. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.